Und wie jeden Freitag haben wir hier bei uns in der Sendung unseren Gesundheitsjournalisten Hadimer Bankhofer. Schön, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich wünsche euch dreien einen wunderschönen Morgen. Noch ist es wunderschön, der Morgen hier in Wien. Und natürlich unseren Zuschauern genauso. Ne? Ja, und noch haben wir es ja auch relativ mild in Österreich und Umgebung. Da und dort zwar noch ein paar Nebelfelder, aber es wird wieder ein sehr sommerliches Wochenende. Aber dann ab nächste Woche kommt dann der Kälteeinbruch und dann beschäftigt uns die Kälte. Deswegen müssen wir über die Wärme reden. Wie richtig, kann man sich unsere denn innerlich Waffe dagegen wärmen? Die Wärme ist eigentlich eine der besten Naturarzneien, die wir haben. Und die Leute nützen es auch so. Ich rede oft mit Leuten und die genieren sich zuzugeben, dass zu Hause Wärmflaschen haben, ja? Von der Großmutter noch oder sich eine neue gekauft haben. Weil das ist ja wirklich faszinierend. Du kommst nach Hause, es ist der Kalt, du fühlst dich nicht wohl, du gibt es da heißes, sehr heißes, also nicht zu heiß, sonst hat man Verbrennungen. Du gibst da sehr warmes Wasser hinein, steckst da das ins Kreuz, dass du ein bisschen fernschauen, natürlich OE24 TV, genau. Ja. Und schon spürst du, dass die Wärme den Rücken raufzieht und du fühlst dich wieder gesund. Das kann Wärme bewirken und das ist so schön. Und wie wirkt denn Wärme, die von außen zugeführt wird, auf das Organismus? Ja, das ist ganz toll. In dem Moment, wo ich also eine Wärmequelle habe, irgendeine Lampen oder Heizung, auf einen Teil meines Körpers, ja, dann sich die Gefäße weiten, ja, weil das Blut dehnt sich aus. Und jetzt passiert es, das Blut holt neue Abwehrzellen heran, um zu heilen und zu helfen, ja. Und schickt Gifte weg. Und dieser Kreislauf, der ist so wunderbar für uns, weil da fühlt man sich so wohl dabei. Und wie wirkt denn die Wärme auf lokal erwärmte Teile des Körpers? Ja, das ist schön. Da braucht man nur an den Kneipp denken. Ja. Der ganze Körper wird durch die Wärme verbessert und aufgebaut. Weil zum Beispiel, man nimmt ein Kühlwasser mit sehr warmem Wasser, steckt die Beine rein und man fühlt sich auch im Kopf und im Nacken wieder entspannt. Also das trifft eigentlich den ganzen Körper. Auch die Hormone werden durch Wärme aktiviert. Und viele, viele andere Stoffwechselgänge gehen davor und schauen. Die Wärme macht auch, glaube ich, die Leute glücklicher. Ich weiß das von meinen Reisen zu den genau. Sportveranstaltungen. Wenn du in den Süden fährst, die lachen viel mehr ja, als im du Norden. Du kannst ja nur schauen, wenn ja. bei uns ein schieres Wetter ist und dann kommt ein sonniger Tag. Genau. Und alle sind fröhlich, zeigen sie den Finger nicht, ja. Und sind wieder höflich und nett, weil sie sich wohlfühlen. Die jungen Leute küssen sich dann schon auf der Straße, alles bestens. Ne? Ich habe da immer so eine schöne Szene, wenn der Frühling kommt. Die Busfahrer sind ja in Wien leider Gottes oft sehr grantig. Und dann, wenn die Sonne scheint im Frühling, alle, lachen sie, ja, das ist bleiben wunderbar. Sie stehen, lassen sie das ist eine Faszination ist das, ja. Aber wir müssen natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch an die einfachen Dinge denken, die uns Wärme vermitteln. Auch eine Wollhaube vermittelt uns Wärme, wenn man es aufsetzt und tief in die Schirren geht. Ein Schal, der bringt uns Wärme. Warme, feste Schuhe, der bringt uns Wärme. Und die Wärme ist ein Garant, dass die Immunkraft bleibt. In dem Moment, wo die Immunkraft geschwächt wird, wird man ja krank. Zum Beispiel, wir haben am ganzen Körper haben wir Regulatoren, die sorgen dafür, dass nicht so viel körpereigene Wärme unseren Körper verlässt. Nur am Kopf haben wir fast keine dieser Regulatoren. Das heißt, wenn ich nichts aufsetze an einem sehr kalten Tag, kann ich wie durch einen Schornstein in einer Stunde 45% meiner körpereigenen Wärme verlieren. Und wenn der Körper die nicht schnell genug nachproduzieren kann, bin ich schon krank. Ne? Nächste Woche sind Sie wieder bei uns. Da reden wir über das Thema gesund trotz Trauer. Ja, weil ich glaube, dass 1. November ist ein Tag, wo man auch ernste Themen ansprechen muss. Und man kann da sehr viel mit der Ernährung, mit allem tun. Aber ich möchte gern unseren Zuschauern sagen, wann wir ein Treffen vereinbaren wollen. Es geht ja momentan die Messe, die Lebenslust. Ja, es ist und da bin ich am Samstag genau. dabei, bei der Showbühne und melden sich die Leute frei, wenn natürlich sehr. Wann und wo ist das gerade? Genau, also bei der Messe, ja? In der Messezentrum, bei der Showbühne in der großen A-Halle A. Und da bin ich und heute einen Vortrag und gebe Tipps.
und gebe Autogramme und freue mich natürlich, wenn der kommt von unserem Sender. Ganz genau. Wir sind dort. Lebenslustmesse, ja, genau. 23. bis 26. Oktober in der Messe Wien mit Hardimer Bankhofer. Am Samstag. Ganz genau, so ist es. Schön, dass Sie auch heute hier bei uns sind. Es war schön bei euch. Und weil es so strahlend seid. Das ist, weil da die Wärme genug da ist. Ja, viel Pickel. Ja, danke schön. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gleich wieder zurück mit den internationalen Nachrichten.